Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer und auch Zuschauer im Stream. Ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile mitbekommen haben, worüber wir reden, was Regionalisierungsmittel sind. Also das Geld ist das Geld für die S-Bahn, Regionalexpresse und Regionalbahn hier im Land. Und was passiert, wenn diese S-Bahnen und Züge nicht fahren? Was passiert dann? Dann fallen sogar Plenartage aus. Das haben wir letzten Plenarfreitag gesehen, und dass dieser Antrag heute behandelt wird, ist ein Grund dafür. Regionalisierungsmittel sind Steuergelder, die vom Bundestag verteilt werden. Und NRW erhält hier einen besonders geringen Anteil. Herr Rehbaum hat die Historie da eben bereits aufgegriffen. Die Bundesregierung und der Bundestag wissen, wie wichtig die Gelder sind und dass es die Bundesländer nicht einfach dieses Geld ersetzen können, wenn es fehlt. Aber Berlin lässt hier NRW im Regen stehen. Mittendrin ist Herr Minister Groschek sozusagen als übergossener Pudel. Und obwohl Ministerpräsidentin Kraft und Herr Minister Groschek sogar bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt waren, haben sie für NRW hier nichts erreicht. Auch mit seiner Verhandlungstaktik ist Minister Groschek nun leider baden gegangen. Eigentlich wollte er baden gehen wie Chemieprofessor Andreas Fahrt. Der bekam vom zuständigen Ministerium wichtige Forschungsgelder für Analyseapparate in seiner Universität nicht und sprang in den Rhein. Schwamm auch hier am Landtag vorbei und hatte Erfolg, hat nun das Geld beisammen. Minister Groschek, gerne hätte ich nun auch die Gelegenheit genutzt, hier bei diesem Antrag Ihren Erfolg zu feiern. Hätte ich vielleicht sogar bei dem kleinen Kompromiss gemacht, der hier schon erwähnt wurde, der nur eine kleine Verbesserung vorsah, eine Lösung nach dem Motto mehr für alle. Der Bund gibt 8,5 statt 7,3 Milliarden, dann gibt es einen Kieler Schlüssel und wir müssen lange warten, aber irgendwann wird es ein bisschen mehr. Aber Sie haben sich schon auf der Sandbank feiern lassen, als nur klar war, dass aus Berlin mehr kommen muss, damit die Rechnung überhaupt aufgeht. Ja, die Länder haben Berlin damit, das ist gut erstmal, mit einer schnellen Einigung überrascht. Aber dann haben die Abgeordneten von SPD und CDU, und Herr Rasch hat ja eben gerade aufgezählt, wer da alles im Haushaltsausschuss sitzt, im Bundestag gesagt, die Pendlerinnen und Pendler sind uns egal, die Zukunft der Mobilität und der Länder ist uns egal, also sollen die doch einfach mehr Autos kaufen und mehr Kuchen essen, mehr Autos kaufen und sich in größere Staus stellen. Und sind also wieder besseren Wissens nicht mitgezogen. Minister Groschek, Sie haben gestern erwähnt, Sie würden eine Familie aufbauen, um die Position NRWs zu stärken. Ich dachte eigentlich, die Familie, Form von SPD, CDU, sei schon da. Nun gut, dann machen Sie das mit der Familie und machen Sie mit der Familie doch Minister Dobrindt mal ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Wenn NRW selbst Geld in die Hand nehmen würde, dann wäre das ein eindeutiges Zeichen für die Pendlerinnen und Pendler im Land sowieso angebracht. Und das ist genauso wie mit dem Abrufen der Mittel beim Straßenbau. Oder bieten Sie ein Modell an, bei dem es einen Länderanteil gibt. Es ist klar, dass NRW nicht die Mittel komplett stemmen kann, aber man kann zumindest vorangehen. Zeigen Sie auch, wie wichtig Schienennahverkehr für Wirtschaft und Gesellschaft sind, und zwar immer und überall. Das gilt natürlich, wie Herr Becker sagte, auch für alle von uns hier, alle Abgeordneten. Dass wir überdies über die Praxis der Stations- und Trassenentgelte für Bahn und somit Berlin bedeuten ja ein Renditegoldesel und der ist für die Preissteigerung mitverantwortlich in dem Bereich. Über diese Verantwortung sprechen müssen, ist auch klar. Für Rot, Schwarz und Grün hier im Saal, ja, bringen Sie das nach Berlin, thematisieren Sie das sozusagen nach oben. Fragen Sie Ihre Verkehrspolitiker danach und setzen Sie das Thema bundesweit auf die Agenda. Zusätzlich zum Appell von Herrn Becker, nehmen Sie die Dynamisierung der Mittel auch noch mit in Ihre Verhandlungen. Die Verantwortung immer hin und her zu schieben, ist leider ein Systemversagen. Auch wenn ich, Herr Beu, die Kritik natürlich an der Mautverliebtheit Dobrindts teile. Worte gibt es genug. Die Frage ist jetzt, wer ist der Motor, der NRW weiterhilft? Die Umsetzungsprobleme sind im Land und Bund unübersehbar. Und es gilt jetzt vor allem dafür zu sorgen, dass wir im Winter nicht nur nicht im Regen stehen, sondern vor allem nicht im Schneesturm landen. Denn wir wissen, dann bricht der Bahnverkehr selbst komplett zusammen im Schneesturm.
Die Dringlichkeit wird in Berlin viel zu gelassen und gleichgültig gesehen. Und ich komme zum Schluss. Auf keinen Fall können wir warten, bis die Verteilung von Geldern zwischen Bund und Ländern grundsätzlich verhandelt wird. Regularisierungsmittel sind keine Verhandlungsmasse, sondern Folge der Bahnreform, gehören auch nicht an eine Föderalismuskommission. Darum ist und bleibt es wichtig, dass wir aus diesem Landtag gemeinsam diesen gemeinsamen Antrag nach Berlin senden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Roschek.